Von der AfD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Präsidentin, liebe Mitbürger, vor allen Dingen aber auch liebe Geschädigte, ich kann nicht finden, Frau Kizzi-Tepe, dass Wirecard ein Glücksfall für uns ist. Es ist eher schändlich den Opfern gegenüber. 20 Milliarden sind hier verloren gegangen. Lassen Sie mich aber vorwegstellen, ich möchte mich zunächst mal bei den Kolleginnen und Kollegen Obleute bedanken für die fraktionsübergreifende Zusammenarbeit. Ich denke, nur so konnten wir diesen Fall in so kurzer Zeit nachhaltig aufklären und auch austragen. Bedanken möchte ich mich auch an dieser Stelle bei meinem Stellvertreter Dr. Hans Michelbach, der immer da war, wenn ich ihn brauchte. Und dafür auch noch mal mein Dankeschön. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Nebenbei ein Dankeschön an Fritz Günzler. Ich habe jetzt mehr über den FC Bundestag gelernt und werde gerne mal zum Probetraining in der nächsten Legislatur erscheinen. Gut, da möchte ich mich noch bei unserem Ausschusssekretariat an dieser Stelle bedanken. Ich denke, ohne die hervorragende Arbeit, Dr. Raue sei hier an erster Stelle genannt, ohne die anderen zu verschweigen, wäre auch diese Möglichkeit und diese Aufklärung nicht notwendig und möglich gewesen. Mein aufrichtiges Dankeschön an unser Ausschusssekretariat an dieser Stelle. Und last but not least in Corona-Zeiten ein Dank an die Bundestagsverwaltung, die Mitarbeiter und unseren Bundestagspräsidenten, der in Zeiten von Corona trotz größter Raumnot die Möglichkeit für unseren Untersuchungsausschuss geschaffen hat, ich glaube in Würde und sehr vernünftig, was die Öffentlichkeit angeht, zu tagen. Auch dafür mein großes Dankeschön. Kommen wir aber jetzt zu den Fakten, meine Damen und Herren. Und das hat mir natürlich zum einen gefallen, was die Wirtschaftsprüfer angeht. Frau Kizzi-Tepe, einen Satz habe ich schon kritisiert. Denn spätestens eins ist allen klar geworden. Wirecard ist nicht nur ein kriminelles System zur Bereicherung einiger weniger Akteure gewesen. Nein, das haben Sie verschwiegen, sondern auch ein Staatsversagen auf allen politischen Ebenen, meine Damen und Herren. Ein weit verzweigtes Netz mit unzähligen Sicherungsinstanzen hat vollkommen versagt. Ministerien, Kanzleramt, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, die Abschlussprüferstelle, Betriebsprüfung, die Aufsichtsräte und der Aufsichtsrat, Nachrichtendienste und last but not least natürlich genauso, Sie haben es gesagt, die Wirtschaftsprüfer, und das werden die Gerichte klären, meine Damen und Herren. Am Ende steht aber ein Verlust von 20 Milliarden Euro für Anleger, für Menschen, die teilweise sogar ihre Altersversorgung verloren haben. Wäre eine Antiterrorabwehrmaßnahme derart versagen würde, meine Damen und Herren, am Ende würden Menschen sterben. Wir müssen uns doch hier im Hohen Hause die Frage stellen, ob wir sowas zulassen können. Hinterher ist man immer klüger. Diesen Satz habe ich auch sehr oft von den Kolleginnen und Kollegen gehört. Das ist klar. Aber, meine Damen und Herren, die Bürger dürfen von verantwortungsvoller Politik, einer antizipierenden Politik und einer verantwortungsbewussten Gesetzgebung erwarten, dass entsprechend solche Konstellationen durch den Gesetzgeber vorausgeahnt werden und ein Lügenkonstrukt wie Wirecard verhindert worden wäre. Doch leider ist genau das Gegenteil eingetreten. Dieser riesengroße Skandal wurde massiv gedeckt, nicht zuletzt durch ein völlig unprofessionelles Agieren der BaFin bei Leerverkaufsverboten, wonach viele Anleger doch denken mussten, dass an den Vorwürfen von 2018 und 2019 gegen Wirecard nichts dran sein kann, meine Damen und Herren. Und die Hauptverantwortung, und es sitzt dort der Kollege, da bin ich sehr dankbar, für diesen Erlass des Leerverkaufsverbots trägt nun einmal das BMF. Das muss an dieser Stelle in aller Klarheit und Deutlichkeit ausgesprochen werden, Herr Scholz. Und wenn wir von Systemversagen sprechen, dann müssen wir auch von einem Demokratieversagen an dieser Stelle sprechen. Meine Damen und Herren, in Deutschland scheint eine Kultur von Patex-Ministern Einzug gehalten zu haben. So gut wie jeder bleibt auf seinem Posten sitzen oder kleben, egal wie groß die Verfehlungen sind, meine Damen und Herren. Herr Scholz und Herr Scheuer stehen hier sinnbildlich für. Eine Unkultur, meine Damen und Herren, die durch die Große Koalition unser gesamtes Politsystem belastet. Sie zeichnet quasi ein Sittengemälde unserer Demokratie und Gesellschaft der untersten Güte.
Im Fall Wirecard will niemand Verantwortung übernehmen. Es gab zwar einige Bauernopfer, die begrüßen wir, wie der Chef der BaFin, seine Stellvertreterin oder der Chef der APAS. Aber fest steht auch, dass nicht einmal ein Staatssekretär, meine Damen und Herren, seinen Hut nehmen musste in dieser Affäre. Ja, Sie konnten sich nicht mal dazu durchringen, Frau Kizzi-Tepe sprach von einem Glücksfall, sich bei den Geschädigten zu entschuldigen, meine Damen und Herren. Was ist das für eine Kultur und eine Ethik in unserem Lande? Deshalb muss ich hier an dieser Stelle nochmals klar sagen, Herr Scholz, treten Sie als Minister endlich zurück und schlagen Sie es sich aus dem Kopf, Kanzler dieser Republik zu werden. Das Fass ist übergelaufen und das bei ausgeschlagenem Boden, meine Damen und Herren. Und Frau Merkel, sie ist nicht hier. Wenn Herr Scholz nicht gewillt ist, von sich aus zurückzutreten, dann wäre es an Ihrer Stelle als Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Scholz umgehend freizustellen. Machen Sie endlich Gebrauch von Ihrer Richtlinienkompetenz. In der Flüchtlingskrise war das doch auch möglich. Hier wäre es aber tatsächlich mal richtig, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sollten uns aber auch nicht darüber hinwegtäuschen lassen, weil ja oft gesagt wurde, dass die Gesetzgebung bestimmte Mittel einfach nicht hergegeben hat und Wirecard deshalb passieren konnte. Das ist nicht der Fall, meine Damen und Herren. Nein, es gab auch damals schon hoheitliche Befugnisse und Möglichkeiten, die aber, und auch das hat der Ausschuss deutlich gezeigt, sehr deutlich, einfach nicht genutzt worden sind, meine Damen und Herren. Verantwortlich war dafür der Mann, der jetzt auch noch Interimspräsident der BaFin geworden ist, namens Herrn Rösler. Auch das ist ein Schlag ins Gesicht der Geschädigten, meine Damen und Herren. Und genauso wenig nachvollziehbar ist für mich die fehlende Selbstkritik in Ministerien und im Kanzleramt. Beim Thema Compliance-Regelungen haben alle ein Bild abgegeben, was zu meiner Schulzeit zu einer glatten 6 geführt hätte, meine Damen und Herren. Der Staat kann nicht von Unternehmen das verlangen, was er anscheinend sich selbst nicht auferlegen will. Er hat auf Sicherungssysteme wie Compliance vollkommen verzichtet. Meine Damen und Herren, Sie sehen, es sind unzählige Baustellen, die es noch gibt, die wir zusammen für und bewältigen müssen. Und meine Damen und Herren, auch die Oppositionsparteien, insbesondere die FDP, die Grünen und die Linken, kann ich hier zumindest einer Sache nicht ersparen. Dass die Regierungsparteien einen schnellen Abschluss wollten, liegt natürlich auf der Hand. Weder CDU und CSU noch SPD wollten, dass wir weitermachen. Ende September ist Bundestagswahl. Da wollte man diesen Ballast natürlich schnell loswerden. Eine Debatte im September wäre dann nicht angezeigt gewesen. Aber meine Damen und Herren der Oppositionsparteien, was haben Sie denn davon? Oder wollte die FDP und die Grünen mögliche Koalitionsverhaltung nach der Bundestagswahl nicht belassen? Ich weiß es nicht, meine Damen und Herren. Ich weiß nur, dass eine weitere Beweisaufnahme nach dem PUA-Gesetz möglich gewesen wäre und dass wir, nur um mal einen Namen zu nennen, auch gerne uns mit Dr. Wolfgang Schäuble unterhalten hätten, der nämlich bis 2017 Finanzminister dieser Republik war, meine Damen und Herren. Aber, und das sei zum Schluss erwähnt, ich bin mir sicher, dass wir von den Kollegen in Österreich zu diesem Thema noch etwas hören werden. Ich prophezeie schon jetzt deshalb einen Fortsetzungsroman zu Wirecard in der nächsten Legislaturperiode. Viel zu viele Dinge wie FIO, das Versagen der Geheimdienste, sind ungeklärt geblieben. Wir werden uns auf jeden Fall, wie mit diesem 107 starken Sondervotum, und da haben wir bewiesen, dass wir uns konstruktiv hier eingebracht haben, auch weiter an der Aufklärung beteiligen. Ich wage die Prognose, meine Damen und Herren, wir sind hier noch nicht am Ende, und das sind wir nach wie vor den Geschädigten schuldig. Ich bedanke mich. Danke. Das Wort geht.